Wo docke ich denn an? Da docke ich an, oder? Ja, also ich glaube, beschleunigungstechnisch reicht das völlig aus. Ich habe jetzt natürlich keine Dingsstabilisatoren eingebaut. Ja, egal, komm. Crew anheuern, was haben wir gesagt? Wir brauchen noch einen Bergmann. Ach, weißt du was, wir holen uns jetzt hier nochmal 4 Leute. Oder reicht es? Ich wollte nämlich hier einen dazu packen, hier einen dazu packen, dass die ein bisschen mehr Leistung bringen. Oh, und dann brauchen wir tatsächlich einen Unteroffizier. Ja, dann reicht doch völlig aus. Reicht völlig aus. Super. Okay, damit ist das Schiff voll einsatzbereit. Die zwei Waffen überschneiden sich kreuztechnisch. Ja, das kann man so machen. Ich denke, das kann man so machen. Die werden damit schon zurechtkommen. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wie schaut es denn aus mit den Schiffssystemen? 2 Systeme können wir reinpacken. Ach, und die werden auch im Player-Inventar gespeichert. Also wenn deine Schiffe verloren gehen, alles, was du nicht verbaut hast, das hast du hier. Okay, interessant. Okay. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Was packen wir da bitte rein? Antriebsupgrade? Und ein Generator-Upgrade, Geschützturm, ziviles Geschützturm-Kontrollsystem, fügt Slots für unbewaffnete Geschütztürme hinzu. Ja, ja, das wissen wir ja. Also ich glaube, die Radar-Upgrades braucht er jetzt nicht. Dafür, dass wir den dann überwiegend zum Sammeln losschicken, macht das wenig Sinn. Antriebsupgrade, C43-Detect. Antriebsupgrade wäre schon lustiger, aber die hohen Dinger, die möchte ich eigentlich für mich selber haben. Frachtraum-Upgrade braucht der auch nicht. Ich glaube, das, was blinkt, kann er gar nicht verwenden, oder? Oh doch, das kann er sogar verwenden. Hä? Der könnte den verwenden? Tatsache, krass. Okay, was packt man noch rein? Das ist das Antriebsupgrade, das Energieupgrade könnte man. Generatorupgrade, Aufladerate plus 19%. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Okay, mir stellen sich da gerade ein paar Fragen. Wie funktioniert das mit dem Hyperdrive? Wir haben ja ein Hyperantriebs-Upgrade für unser Hauptschiff, sodass wir eine größere Reichweite haben. Springt der uns hinterher, wenn ich sage, pass mal auf, du da, bauen Befehle, betreten. Jetzt zerdepper ich meine eigenen Schiffe noch, oder? Was bauen? Ach so, dann komme ich hier in den Dingsmodus, okay. Befehle, untätig, passiv, diese Position bewahren, Sektorpatrouille, mich eskortieren, Feinde abbauen. Mich eskortieren, bitte. Komm, pat. Du fliegst falsch rum. Du hast deine Laserwaffen auf der Unterseite. Das ist verkehrt. Bitte dreh dich wieder um. Will der mich jetzt verarschen oder was? Na, egal. So, jetzt pass mal auf. Wenn ich jetzt sage, Hyperdrive, wo kommt der nicht hin? Der kommt wahrscheinlich hier nicht hin. Wenn ich jetzt... Oder fliegt der richtig rum und ich fliege falsch rum? Das kann natürlich auch sein. Das wäre ultra peinlich, aber ja, tatsächlich ist es so. Ich mache jetzt einen Sprung. Was macht der andere? Kommt der mit? Der kommt nicht mit. Okay. Ich kann den mitnehmen durch die Sprungportale, denke ich mal, oder? Durch die Stargates. Das würde theoretisch gehen. Kann ich den... Fast ein bisschen doof. Pass mal, ich muss mal kurz was trinken, ne? So, da wäre ich wieder. Ja, also, ja. Finde ich ein bisschen doof, dass der uns nicht hinterher springt. Wie kriegen wir den dazu, dass der uns hinterher springt? Der steht automatisch auf dem Befehl, eskortiere mich. Der kommt gerade auf uns zugeflogen. Untätig, passiv, diese Position bewachen, Sektor patrouillieren, mich eskortieren, Feinde angreifen, abbauen, abwracken. Das ist ja doof. Das heißt, in die ganzen Nebensektoren kann ich den gar nicht mitnehmen, oder?
Der könnte in die offiziellen Sektoren... Oder kann er? Kann er das? Ich weiß es gar nicht. Wir probieren es mal. Wobei wahrscheinlich... Wie ist es dann mit den Gebühren? Zahle ich dann die Gebühren für ihn automatisch? Oder... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch seine Bezahlung. Ich habe aber keine Ahnung, was es kostet. Das werden wir dann schon sehen. Werden wir dann schon sehen. Ich weiß nur, dass unsere Rebirth sau teuer ist. Deswegen müssen wir nochmal an Kohle rankommen irgendwie. So, wie ist das jetzt? Er ist da hinten. Er kommt natürlich nicht wirklich mit unserer Mega-Beschleunigung. Da muss ich ein bisschen abwarten und vielleicht mal bremsen. Versicherung, Crew, Fracht. Versicherung, wir könnten ihn versichern lassen. Oh, das kostet aber einen Haufen. Was haben wir denn hier noch? Bauen, ist klar. Crew transferieren, ist klar. Befehle. Sektor patrouillieren, mich eskortieren. Wie kriege ich denn den überhaupt in einen anderen... Untätig, passiv. Ja, du fliegst jetzt da mit her, knallst mir gleich voll auf die Schnauze. Jetzt kommen sie mal mit. Komm, pot, pot, pot. Aber er muss ja theoretisch vor mir da durchfliegen. Mit dem Tor kann ich auch nicht interagieren, dass ich irgendwie sage, okay. Oder müsste ich jetzt theoretisch mit einer Drohne zurückfliegen und ihn manuell holen? Das wäre... Ah, nee, Tatsache. Durch die Portale, also durch die Stargates fliegt er mit. Stehst du immer noch auf dem Befehl folgen? Offensichtlich. Okay, das ist cool. Das ist cool, dann kümmert ihn zumindest mal... Okay, warte mal. Befehle, lalalala, abbauen. Aber du kannst ihm jetzt nicht sagen, was er abbauen soll, ne? Der farmt jetzt einfach fröhlich los. Naja gut, was soll's. Was ist das denn da hinten? Eine Fregatte, das soll eine Fregatte sein. Die schieße ich dir in der Hälfte auseinander und dann hast du zwei Fregatten. Die eine funktionstüchtig und die andere nicht. ja. Ah ja, und stimmt, KI nutzt ja die Boostfähigkeit des Hauptantriebs nicht. Dementsprechend braucht er halt seine Zeit, bis er unterwegs ist. Aber gut, wir werden jetzt ohnehin erstmal ein bisschen in der Gegend rumflöten, denke ich. Hier, was wollen die denn zum Beispiel? Muss mal ganz kurz auf die Bremse treten. Und ich glaube, ich werde auch gleich eine Aufnahmepause machen für heute. Nur für heute mal. Schwarzes Brett, was wollt ihr? Ressourcenknappheit, 12 Bergbauroboter, 3,5 Millionen Belohnung. Das kann ich mir nicht leisten. Wenn 3,5 Millionen als Belohnung ausstehen, will ich nicht wissen, wie viel man investieren muss. So, das ist ein Güterschiff. Gib mir dann ganz interessantes. Wenn du der Typ für Schatzsuchen bist, dann solltest du die Asteroidenfelder im Niemandsraum nach Sendern durchsuchen. Ich habe auf meinen Reisen eine Menge Sender gesehen und sie scheinen eine Art Nachricht für alle Mitglieder von der Operation Exodus zu haben, was auch immer das sein mag. Oh. Oh, interessant. Okay. Das nenne ich mal sehr interessant. Kriege ich das eigentlich mit, wenn er harvestet? Ah ja, Tatsache, es wird rechts angezeigt. Er sammelt gerade Titan. Ja, das ist doch schon mal super. Haben wir ein kleines Nebeneinkommen. Aber was kostet mich das alles? Das verstehe ich nicht. Das wird wahrscheinlich bestimmt irgendwo eingeblendet und ich sehe es mal wieder nicht. We need 13.000 Titanium Ressourcendepot. Ist das Ressourcendepot hier gemeint? Gibt es hier überhaupt ein Ressourcendepot? Hier gibt es ein Ressourcendepot. Nein. Ich will das Ressourcendepot auswählen. Hallo, nicht mein eigenes Schiff. Das Depot. Danke. Okay. Schwarzes Brett. Nichts.
Ja, Tatsache, die haben kein Titan und die würden uns das andrehen. Liefere 13.000 Titan. 13.000, so viel ist es eigentlich gar nicht mehr. Leute, jetzt sammeln wir nochmal ein bisschen Titan. Unser Abwrack-Harvester, der ist ja auch am Arbeiten. Ich denke, das kann man machen. Ich denke, das kann man machen. So, ich halte mich mal ein bisschen unterhalb der Asteroiden, ne? Ich versetze auch vielleicht mal die Kamera gerade ein bisschen. Ach, einen Titanlaser haben wir tatsächlich da, aber. Ja, ich muss den Eisenlaser noch loswerden. Der macht so gesehen nicht wirklich Sinn. Und die Optik ist gerade leicht verwirrend, wenn man sich am Fadenkreuz orientiert, anstatt an den grünen Kringeln. Sehr verwirrend, ja. Muss ich gleich nochmal ändern. Gefällt mir so nicht. Aber ich hätte jetzt so ganz gern diese 13.000 Titan. Dann hätte man nämlich nochmal ordentlich Kohle. Oh, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Andernfalls verschleudere ich unser ganzes Titan-Vorrat-Zeugs. Weißt du schon? Das wäre dann auch recht ärgerlich. Aber auf der anderen Seite. Oh, ich beschleunige wieder viel zu viel. Das sollte ich bleiben lassen. Das sollte ich echt bleiben lassen, da muss ich aufpassen. Ich weiß. Ich bin am Überlegen, auf der anderen Seite, wenn wir unsere ganzen Ressourcen verkaufen, ist ja auch nicht schlimm. Wir haben jetzt zwei Schiffe, mit denen wir sammeln können. Theoretisch könnte ich sogar in die Drohne steigen, ja, und den beiden Hauptschiffen befehlen, fangt an zu sammeln. Mit der Drohne sammle ich dann auch nochmal. Auch wenn die Drohne an sich nicht sonderlich effizient ist, aber dann hätten wir drei Schiffe quasi. Das wäre doch auch was. Na, irgendwie nehme ich hier kaum was weg, kann das sein? Was ist denn das für ein widerstandsfähiger Asteroid? 8873 Titan sind da drin, die werden wir niemals alle rausbekommen. Was haben die gesagt über die Effizienz? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Schiff. Eisenbergbau, Geschützturm. Effizienz 27,7. Also 27,7% Eisen würde der abkrabbeln. Ach, und das ist der Titan-Abwrack-Geschützturm, den wir hier drin haben. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. Sekunde mal. Den hau ich gerade mal raus. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt an Bord von dem Schiff. Wir hatten doch irgendwo einen Eisenbergbau-Geschützturm. Den können wir stattdessen da hinsetzen. So. Du bist auch nochmal die Nummer 1. Und dann würde ich sagen, ist zwar ineffizient, aber ja, besser als gar nichts. Wir haben ja leider keine anderen Titan-Laser. Und das Ausrüstungsdock, wo wir vorhin waren, die hatten, glaube ich, auch nur einen Laser im Angebot. Von dem her, ja, müssen wir ein andermal nochmal gucken. Das kriegen wir schon hin. Ich frage mich nur, ob wir die 13.000 Titan zusammenbekommen, bevor das zeittechnisch abläuft. Weil das hat ja auch wieder eine begrenzte Zeit. Oh Mann, und unser Kollege, der sammelt Eisen. Kann ich dem irgendwie befehlen, dass er Titan sammeln soll? Anstatt Eisen? Das wäre nämlich relativ vorteilhaft. Eisen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir haben mehr als genug. Ach, bei 11.000 sind wir jetzt gerade. 11.000 Titan, ja, okay. Ja gut, dann wird das halt nochmal eine recht ruhige, Abklingminute, wollte ich sagen. Aber Abklingminute ist es nicht. Ich glaube, das dauert hier ein bisschen länger. Aber das ist auch wieder einer der etwas zäheren Sorte, ne? Das merkst du einfach sofort. Ich muss mal ein bisschen aufpassen mit den Pegeln da drüben auf dem anderen Monitor, ob ich zu laut oder zu leise bin, verglichen mit der Musik, die hier ganz fröhlich rumdüdelt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wobei ich dazu sagen muss, wer das Stellaris Let's Play kennt, weiß ja, dass ich da Mass Effect Soundtrack auch noch mit drin habe. Das ist allerdings ein Mod für Stellaris, ja. Also Mass Effect Musik ist hier jetzt bei Avorion nicht mit dabei. Könnte man aber noch machen, oder? Könnte man theoretisch eigentlich noch machen. Das ist da oben.
Wieso wird mir der markiert? Warum ist der markiert? Ich weiß es nicht. Da ist noch einer markiert, verstehe nicht so ganz. Was haben wir für Systeme eingebaut? Ganz kurz. Bevor wir da an den Asteroiden knallen. Systeme. Bergbausystem für Now Need. Verstehe ich nicht. Ach komm, wir sind so langsam, da könnte ich auch so abbremsen. Außerdem fliegen wir eh unterhalb von dem Ding. So, komm, gib mir Titan. Ich will Kohle haben. Ich will heute noch was verdienen. Und viel brauchen wir ja eh nicht. 4000 sind da drin. 1000 brauchen wir. Ich glaube, das haut hin. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, wir sind bei 12.500. Wollten die 13.000 oder 17.000? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Jetzt bin ich mir unsicher, verdammt. Wenn es 17.000 sind, dann wird das, glaube ich, noch eine Weile dauern. So, okay. 13.000 hätten wir auf jeden Fall erreicht. Ich mache den noch kurz klein, ne? Das dauert ja nicht lang. So, dieses Eck noch weg. Und da noch ein Eck weg. Und dieses Eck hier weg. Und dieses Eck. So, okay, das war's. Wo ist das Ressourcendepot? Da hinten. Piraten greifen den Sektor an. Och, nö. 13.000 Titan. Wo sind denn die? Die sind da hinten. Oh. Dude, Befehle. Eskortier mich, und zwar schnell. Ich hoffe, die zerschießen uns jetzt nicht, unser zweites Schiff. Das wäre so ärgerlich. Ich kann ja auch nicht mal eben schnell zu dem anderen rüberwechseln. Also unter Umständen müssen wir den verteidigen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir können nämlich gar nicht so schnell fliehen vor denen. Das ist doof, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Bitte zerstört mir jetzt nicht mein zweites Schiff. Ich bin nicht in der Lage, es zu verteidigen. Heul. Jammer, Motz, Moser. Ja. Es ist schön. Das sind so die Kleinigkeiten, an die denkt man einfach nicht. Die überfallen dich dann einfach, wenn du überhaupt nicht damit rechnest. Wir sollten die Waffensysteme von unserem Hauptschiff upgraden. Unbedingt. Wir brauchen unbedingt bessere Wummen. So, da drehen wir das Ganze mal und bremsen hier mit den seitlichen Triebwerken. Das geht ja auch. Okay. Materialien handeln. Wenn ich jetzt sage verkaufen, dann kriegen wir was? 111.800 Credits. Geil. Ja, gut. Haben wir wieder ein bisschen Kohle gemacht. Das finde ich doch toll. Was ist jetzt mit den Piraten? Die werden zersäbelt. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Sie sind erledigt. Okay, pass auf. Dann schicke ich den wieder los. Befehle abbauen. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal das da hinten an. Warte mal. Wo die gerade zerlegt wurden, die Burschen. Wo waren das? Das müsste hier irgendwo gewesen sein, ne? Da sind die ganzen Trümmerteile. Gibt es da was Interessantes für uns? Da gibt es tatsächlich ein System, das ist aber nur ein weißes, also relativ harmlos. Sieht ziemlich uninteressant aus, von dem her. Huch. Ich übertreibe es immer so mit dem Scrollen, ne? Okay, pass mal. Uff, ich möchte gerade mal was ausprobieren. Ich werde jetzt nicht mal allzu lange in dem im Editor rumspielen, kann ich euch gleich sagen. Ich möchte nur kurz was ausprobieren. Und zwar Farbe. Nee. So ging das nicht. Wie hat man den Triebwerksstrahl? Es gab einen Trick, wie du den Triebwerksstrahl eine andere Farbe verpassen konntest. Oh, hat man das gerade gehört?
Draußen vor dem Haus ist gerade jemand mit dem Motorrad vorbeigefahren, so richtig schön Fullspeed. Einfach weil es ja, Idioten auf der Welt gibt, die ernsthaft meinen, um 10 Uhr in der Nacht in der Stadt mit dem Motorrad aufdrehen zu müssen, aber okay. Ich probiere das mal über dieses Zeug. Ich hoffe es. Ist das jetzt die kleinste? Ja, es ist die kleinste. Okay.